Deswegen hat der andere. Ja, ja. Und eine braune Tasche mit einem Unterrahmen. Genommen haben und dass Sie der Einladung der Frankfurter Netzwerkstatt gefolgt sind. Wenn man sich in der Stadt auf der Straße oder wenn man auf der Straße stehen bleibt und ins Gespräch kommt, dann trifft man meistens alte Freunde oder gute Bekannte. Und in diesem Fall ist das auch so. Nur die guten Bekannten und alten Freunde haben lange vor uns in dieser Stadt gelebt, sind hier geboren worden oder haben viele Jahre ihres Lebens in dieser Stadt verbracht. Haben Weltruhm erlangt, sind weit über die Stadt hinaus bekannt geworden und ein Teil dieses Ruhms kommt natürlich auch nach Frankfurt zurück. Und das ist an uns also auch daran zu erinnern und diese Personen und Leute hier in Frankfurt-Oder wieder einfach in die Sicht zu geben und zu zeigen, dass sie hier bei uns tätig waren. Wir haben im Rahmen unserer Netzwerkstadt darüber nachgedacht, wie man einfach der Erinnerungskultur einfach mehr Aufmerksamkeit geben kann und haben ein Projekt Frankfurter Köpfe inszeniert. Und es geht also darum, über Frankfurt nachzudenken, aber es geht auch darum, für Frankfurt tätig zu sein, für Frankfurt zu handeln und zu zeigen, dass man sich auch ganz praktisch engagiert. Und in unserer kleinen Gruppe haben wir unsere Themen verteilt und in diesem Fall, was die Frankfurter Köpfe und was die Erinnerungskultur angeht, ist Christoph Brockhoff und Professor Dr. Arnold Hübinger verantwortlich und wir haben das Ganze also auch sehr stark vorangetrieben und das freut uns ganz besonders. Wir beginnen heute mit dieser Reihe, aber ich will schon mal ankündigen, dass es noch in diesem Jahr zwei weitere Tafeln geben wird. Also eine Tafel für den Rabbiner Dr. Martin Salomonski, der 1944 im KZ Auschwitz ermordet wurde. Er war der letzte Rabbiner in unserer Stadt. Und wir wollen erinnern an den Historiker Leopold Ranke, der Begründer der modernen Geschichtswissenschaften. Und er war Lehrer am Königlichen Friedrichsgymnasium, also gleich hier um die Ecke. Also man sieht, dass alles hier in Frankfurt immer an neuen Ideen angeht. Schön ist, dass wir gestern heute hier dabei haben. Also dass auf der einen Seite viele bekannte Gesichter dabei sind, aber dass sich auch einige auf den Weg gemacht haben, hier heute dabei zu sein. Und deshalb begrüße ich ganz besonders Herrn Dr. Peter Röger, er ist von der
Gottfried-Benn-Stiftung, von der Gottfried-Benn-Gesellschaft. Herzlich willkommen, dass Sie sich den Weg gemacht haben und dass wir von Ihnen auch noch mal ein kleines Grußwort hören werden. Ja, es fällt auf, wir haben heute hier eine höhere Konzentration von Oberbürgermeistern, also muss es doch was ganz Besonderes für unsere Stadt sein. Ich begrüße den Oberbürgermeister im Dienst, René Wilke, und ich begrüße den Oberbürgermeister außer Dienst, Wolfgang Pohl. Martin Patzelt ist noch in der Stadt unterwegs, kommt also gerne auch noch dazu. Wir werden schauen, dass er das noch schafft, aber ihm war das auch sehr wichtig, dass er also heute dabei sein kann und das Projekt mit unterstützt. Ja, wir werden also heute auch noch eines über den historischen Hintergrund der beiden Persönlichkeiten erfahren. Und deshalb steht hinter mir Jürgen Rehfeld. Er wird uns also noch mal ein bisschen mitnehmen in die Geschichte. Und wem das heute nicht reicht, Sie wissen, er ist Experte und man kann auch eines von seinen Büchern nachlesen, um einfach noch mal ein bisschen dichter an die Zeit der beiden heranzukommen. Ja, um so ein Projekt in Gang zu bringen, da braucht es wirklich viele Beteiligte. Man denkt das gar nicht. Du bist auf der Universität, herzlich willkommen. Es war zunächst erstmal die Tafel zu gestalten. Harry Hockern von der Giraffe ist mit dabei. Es gab viele Diskussionen, viele Gespräche, wie man das macht. Sie wissen also, gerade Gestaltungsfragen sind immer Diskussionsfragen. Das war also ein spannender Prozess. Natürlich muss das Ganze auch ausgeführt werden. Frankfurter Firmen und Firmen aus der Umgebung waren dabei. Die Firma Nofka und Forster hat also hier mit Hand angelegt, hat dann die praktischen Ausführungen realisiert. Wir hatten den Eigentümer natürlich, die Wogi im Boot, Herr Ecker, die schaut gerade mal, steht hier mit. Ach, da ist er ja, genau, gleich hier der Oberbürgermeister. Die Frau Heidrun Müller hat uns dabei auch sehr unterstützt, der Frankfurter Akteurbetrieb Müller war auch mit aktiv. Sie sehen, dass die kleine Ecke auch schon ein bisschen aufgebessert ist. Und es waren natürlich weitere einbezogen. Das Stadtarchiv war mit einbezogen, das Museum, der Beirat für Stadtgestaltung, die Denkmalspflege, die Stadtverwaltung mit unterschiedlichen Strukturen. Also Sie sehen, ein kleines Schild kann also wirklich ganz schön Arbeit machen. Und da es Arbeit macht, braucht man natürlich auch einen, der die Fäden zusammenhält. Und das war Christoph Burkhoff. Und Christoph Burkhoff hat nicht nur die Arbeit gemacht, ist auch noch Sponsor, also dieses heutigen Schilds. Und als er bei uns immer in der Reichsstadt berichtet hat, also was er alles so wieder unternommen hat, dann hatten wir auch so ein bisschen den Eindruck, das erinnert mich immer an Peter Manning, von Karl Valentin. Und auch schon über 100 Jahre her, vielleicht doch ein Stückchen Erinnerungskultur, preußische oder gesamtdeutsche Erinnerungskultur, vielleicht kann er da nochmal einen kleinen Einblick geben. Also gar nicht so einfach, also zu diesem Schild zu kommen, aber wir haben jetzt Erfahrung und ich denke, bei den nächsten beiden Schildern geht das dann zügiger und schneller, alles ist eingespielt. Wir haben schon eine Liste, die wird ständig erweitert, also aus unterschiedlichen Bereichen werden wir angesprochen, aus dem Bereich des Sportes, der Kultur, aber auch aus dem Sozialbereich. Selbst die Unternehmerschaft hat schon Ideen eingebracht, welche Persönlichkeiten aus der Frankfurter Geschichte hier stärker zu sehen sein sollen. Ja, soweit zur Einstimmung. Ich freue mich jetzt, dass wir von Herrn Dr. Peter Krüger eine Einstimmung zu Gottfried Benn aus der Gottfried-Benn-Gesellschaft erhalten. Wir freuen uns darauf, dass Sie nochmal ein bisschen Geld gemacht haben, hierher zu kommen. Wir sind gespannt, was Sie ergänzend heute hier nochmal zur Geschichte beitragen können. Vielen Dank.